herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Und in diesem Video, wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um die Infos zu dem lieben neuen Projekt, das wir begonnen haben. Ich stelle mal kurz den Pegel ein bisschen, ja, so. Und zwar geht es hier um das Projekt Tech Town. Ich muss das nochmal ändern, weil es hier ist Red Town, ich meine Tech Town, weil Red Town gibt es schon, habe ich gerade eben gesehen. Deswegen nennen wir es Tech Town um. Und ja, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, naja, ich werde es euch heute in dem Video auch erklären und ich werde neue Infos für die Leute, die es interessiert, preisgeben. Also, gut, ihr braucht, um bei dem Projekt mitwirken zu können, ein YouTube-Account, ein Gerät, von dem ihr den steuern könnt und natürlich, ihr braucht Minecraft und einen PC, der das halbwegs verkraften kann, beziehungsweise sollte der auch Discord haben. Genau, ihr braucht auch die Erlaubnis von euren Eltern, dass ihr bei YouTube mitwirken dürft, dass ihr halt auf YouTube gestellt werden dürft. Dafür brauche ich eure Erlaubnis und ich vertraue euch darauf, dass ihr das ehrlich macht und dass ihr da nicht schummelt und dass ihr dort nichts Falsches macht. Da vertraue ich ganz allein euch und ich hoffe, dass ich euch da vertrauen kann, denn ihr seid eine gute Community. Ne? Okay. Und was ist jetzt hier los? Das hier oben hat nicht ausgefahren, inklusive dem hier nicht. Wieso? Ich muss das jetzt kurz regeln, danach erzähle ich euch weitere Infos. Und ich finde die Tür ganz smooth übrigens. Genau. Also um das soll es halt gehen. Und nicht, dass die Tür smooth ist, aber soll das Projekt gehen. Gut. Das Tech-Town-Projekt wird auf einen Server gepackt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und genau. Das heißt, ihr könnt mitwirken. Ihr alleine könnt bei dem Projekt mitwirken. Das heißt, wie schon gesagt, ihr braucht einen YouTube-Account, dann erstelle ich eine Gruppe mit und dann können alle Leute rein, die mitmachen wollen. Seid das jetzt ihr, seien das eure Freunde, seid das jetzt einfach irgendwie aus der Community, seien das meine Freunde, egal. Jeder kann mitmachen und genau, er sollte vielleicht ein paar Vorkenntnisse haben, was Minecraft angeht. Er sollte jetzt kein richtiger Anfänger sein, er sollte schon ein bisschen was drauf haben. Also es wäre schön, wenn wir Designer hätten, weil ich kann es nicht. Ich kann gar nicht designen, ich kann ein bisschen Redstone. Das war's. Also das hier müsste vielleicht nochmal von außen schöner gemacht werden oder so. Das sind so Kleinigkeiten, für die ich gerne Leute hätte. Ich hätte auch gerne Leute einfach, damit ihr mitspielt, damit das Projekt auf YouTube vielleicht mal bekannter wird. Und das hätte ich gerne. Und ja. Wie gesagt, jeder kann mitmachen. Wenn jemand mitmachen will, dann schreibt mir gerne hier unter dieses Video oder schreibt mich per E-Mail an. Die E-Mail kann ich gerne ins Video packen auch. Und dann wird das, also in die Videobeschreibung. Könnt ihr mich über diese E-Mail anschreiben. Und dann gucken wir weiter. So, jetzt mal zum Thema Griefing und Server. Nee, das ist jetzt zu früh. Lieber noch was zum Projekt, und zwar, was es denn eigentlich geht. Es geht hier um ein Projekt, das, vielleicht kennt ihr es, eine Redstone World sein soll. Es soll viele Farmen haben, es soll sich autark versorgen, es soll ein Lagersystem haben, es soll viele Bauten haben, es soll designerisch auch noch ganz cool aussehen. Also es soll schon Ansprüche erfüllen, die ganz cool sind. Und da brauche ich natürlich eure Hilfe. Ich kann das designen, wisst ihr hoffentlich. Und ja, ich brauche jetzt einfach eure Hilfe. Wäre schön, wenn ihr die angeht. Genau. Als nächstes würde ich dann halt, wie gesagt, über den Server reden. Und zwar Moderatoren werd ich sein, ganz klar. Zudem aber noch eine Person, und zwar der liebe DieGamerBuddies_Fan. Dann ist ein bekannter Freund aus meinem echten Leben, aus meiner Klasse.
Und der wird auch noch ein bisschen mithelfen und wenn er Bock hat, ein bisschen Moderator spielen. Sowas, ne? Für das wird der dann zuständig sein, wenn er Bock hat. Ja. Ihr werdet ganz normale Spieler sein, ihr werdet mir helfen, ihr werdet keine Rechte haben. Aber was ihr bekommt, sind Items. Ihr bekommt sowohl Command-Block, ihr bekommt sowohl Spectator-Mode, das ist wohl okay. Aber ihr bekommt keine OP-Recht, jemanden zu bannen. Jetzt mal von vornherein, wenn wer grieft, der wird gebannt. Ganz klar. Und ich hasse es, wenn jemand grieft. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ehrlich seid, Leute. Und nicht grieft. Genau, das Endprojekt wird wahrscheinlich an The Joecraft eingeschickt. Wer den nicht kennt, das ist ein Redstone-YouTuber. Und der macht schon ganz coole Sachen. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Bock habt wie ich, um das jetzt zu starten. Genau. Ja, wie gesagt, schreibt mich per E-Mail an. Könnt auch gern in den Kommentaren unter das Video schreiben. Schreibt mir euren Minecraft-Namen. Schreibt mir euren Discord-Namen. Discord ist wichtig. Wir machen es über Discord, nicht über TeamSpeak. Discord. Und ihr schreibt mir rein, ob ihr auf YouTube erwähnt werden könnt, beziehungsweise dann von The Joecraft auch, oder ob, und dann schreibt ihr bitte noch rein, ob ihr immer dran teilnehmen könnt und was ihr so für eine Fähigkeit Minecraft habt. Nochmal Leute, ihr braucht nicht zwingend eine Fähigkeit, Leute. Wenn jemand einfach dabei sein will, gerne. Wir können jede Unterstützung gebrauchen, nur bitte haltet euch an die Regeln, die es gibt. Es sind wenige. Einfach nur nett zueinander sein, nicht griefen, nichts kaputt machen. Helft euch gegeneinander. Und genau. Und wenn ihr was wollt, was braucht, wenn ihr wisst, irgendwer macht was Falsches, beziehungsweise macht was kaputt, dann schreibt mir bitte, anstatt selber was zu machen. Das wäre das einzige Wichtige. Genau. Aber ansonsten, schreibt mir bitte rein, seid ihr gut im Design? Kennt ihr euch viel mit Redstone aus und so? Kennt ihr euch da? Ja, habt ihr irgendeinen Fachgebiet? Und wenn ja, schreibt mir das bitte rein, dann weiß ich das. Und genau. Ansonsten, ist noch was zu sagen? Nee, ne? Also ich werde eine YouTube-Gruppe gründen. Diese YouTube-Gruppe wird dann wahrscheinlich TikTok heißen. Und wird cool, glaube ich. Ja. Also es ist ein Kreativprojekt. Wenn ihr Command-Blöcke sind erlaubt, Structure-Blöcke sind erlaubt. Ihr könnt auch gerne schreiben, dass ihr gut mit Command-Blöcken umgehen könnt. Ihr könnt gerne schreiben, dass ihr gut mit Structure-Blöcken arbeiten könnt. Ihr könnt mir Tipps geben und alles Mögliche. Also ihr werdet auf YouTube erwähnt, alles Mögliche. Also es hat eigentlich nur Vorteile für euch. Und der Server kostet euch nichts, den werde ich bezahlen. Und ja, aber das Projekt nicht so lange dauert. Ich will nämlich nicht so viele Kosten übernehmen. Und genau, jeder kann mitmachen. Schreibt es bitte in die Kommentare. Teilt das Video mit euren Freunden, die vielleicht auch den Kanal gucken. Oder teilt den Kanal mit euren Freunden, die den vielleicht noch nicht kennen, damit die auch mitmachen und vielleicht ein Teil dieser Community werden. Genau, wenn euch dieses Projekt gefällt, wenn euch diese... Wenn euch gefällt, dass ich den Server gestalte, dann schreibt doch mal gerne in den Chat. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Gut, aber an dieser Stelle heißt es dann auch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise Stream. Wenn ihr das seht, ist gerade ein Livestream online auf diesem Kanal. Dann guckt doch da gerne mal rein. Und ja, bis zum nächsten Video. Schrecklich Stream. Haut rein, eure Buddies und ciao!